Hier spricht wieder Ustra und ihr seht eine weitere Folge Harvest Moon Back to Nature und ich bin nicht alleine hier. Es ist wieder Sonntag im Spiel. Das ist ja cool. Mio ist dabei. Zweiter Advent und so. Ja, cool, ne? So Ingabe. Es ist herrlicher Sonnenschein am nächsten Tag. An diesem Tag findet das Hochfest statt. Dafür brauchen wir natürlich nicht viel zu tun, außer dahin zu gehen und vorher uns so ein bisschen um unsere Viecher zu kümmern. Das sind Tiere. Tiere, Ustra. Keine Viecher. Viecher sind Dinger, die man an die Wand klatscht. Okay, okay. Von mir aus. Und wir haben ja letztes Mal Besuch von Ellie gekriegt. Auch sehr cool. Gar nicht cool. Die Bitch schleimt sich echt ein. Ey. Sorry. Das ist so rausgerutscht. Ich war total aggressiv. Wir kriegen überhaupt keine Kommentare mehr. Das muss ich jetzt am Anfang. Diesmal muss ich es am Anfang sagen. Ich bin schwer demotiviert deswegen. Ja, wir sind echt schwer enttäuscht. Ja. Wirklich. Wir erwarten mehr. Ja. Von euch, von uns. Und ihr erwartet von uns. Ja, das habe ich auch gedacht. So, Everyday's Business erstmal hier erledigen. Bisschen. Ja, das tut mir leid, man kann nicht alles im Leben haben. Das stimmt. Erstmal ein bisschen hier den Bären hier gießen. Bären? Den Bären. Das Gras, ist es gewachsen? Nein. Doch, ja, es ändert immer die Farbe. Bis zum Zeitpunkt, da weiß man, dass man das abschälen darf. Ich finde, das sieht immer noch giftgrün aus. Ja. Listi! Kratz, kratz. Kratz, kratz, das gefällt mir. Sieh an, Listi, werd schnell groß. Ich muss mal noch unseren Hund hier rufen. Wie gesagt, wir können ja auch trainieren, so plus minus zumindest. Linus. Bello. Bobby. Ja. Bello, Bobby, Linus. Ah ja. Ah ja, yeah, er reagiert, aber wo ist er? Bobby? Keine Ahnung, der ist noch nicht so schlau. Hi. Der freut sich gar nicht. Er will doch nur richtig mit dem Schwanz. Der freut sich extremst. Fischfutter! Haben die sich vermehrt? Weiß ich nicht, gucke ich gleich mal nach. Gute Frage, sehr gut mitgedacht. Guck mal, die Blümchen wachsen langsam. Oh, ich habe kein Wasser mehr in meiner Kanne. Das ist natürlich schlecht. Pass auf, sonst ist da ein Fisch dran. Ach Quatsch, das ist noch nie passiert. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal. Aber nicht beim... Beim Gießkanne auffüllen. Du sagst schon Fischen dazu, siehst du? Und? Naja, egal. Rübetal. Nom, ich wollte gar nicht essen. Schön. Ich wollte auch gerade sagen, wolltest du den nicht reinschmeißen? Warum bist du extra dahin gelaufen? Keine Ahnung. Da war die Sonneneinstrahlung besser, könnte man besser essen. So, ich mach nochmal einen Huhn. Du machst nochmal einen Huhn? Ja. Bist du verrückt geworden? Bevor ich das Ei wieder esse oder so. So. Wir haben da noch ein paar Leute. Außerdem kann ich das ja sonst, weiß ich nicht. So, wie viel Geld haben wir denn? Wir sparen ja immer noch auf eine Kuh. Hallo, Mio. Hallo, Phoenix. Hallo, Nero. Die 2600 haben wir. Müssen wir noch ordentlich anpflanzen, sparen. Ja, achso, wir haben übrigens entdeckt. Was haben wir, Wir entdecken jetzt gerade zusammen, dass wir doch ein paar Herzen gekriegt haben bei unseren super Schlumpfwichteln hier. Also bei unseren. Kaimi und Plitsch. Sklaven, die man gleich da anheuern kann. wenn ihr da Vorlieben habt, welchen wir da mehr anheuern sollen oder um wen wir uns da mehr kümmern sollen, damit der uns hilft bei der Farmarbeit, sagt doch Bescheid. Hier ist es mal, hier sind die Typen mal, lasst die auf euch wirken. Könnt ihr auch anhalten da an der Stelle. Dann wisst ihr da mehr. Ja. Wir gehen jetzt aufs Kochfest. Yay! Kochen, Schwimmen. Ich hab sogar noch Blumen dabei, siehst du? Passt doch. Alle gehen an Popori. Ja, eigentlich ja. Damit die auch mal hier rankommt. Eigentlich sollte das passieren, ja. Komisch, dass Ellie zuerst gekommen ist. Wollen wir gar nicht um sie gekümmert haben. Eine Zeit lang. Doch, Ellie ist viel leichter zu beeindrucken als Popori. Ist ja auch egal dir. Aber ich will ja eigentlich nicht so viel auf Ellie rumreihen, weil ich ja dann doch Popori nehmen soll, zumindest im Lauterstand. Im Moment. Er versucht es immer wieder, ihr merkt's, ne? Das ist echt langsam, wirklich nervig. Mhm. Weil bis jetzt ist einfach Popori die erste. Hallo! Wir bereiten das Kochfest vor. Es beginnt hier um 10. Komm doch dann noch einmal vorbei. Wenn du Zeit hast, es ist 10 vor 10. Geh doch mal zurück, geh noch mal hin. Oh, jetzt ist das bestimmt fertig. Garantiert. In dieser Sekunde, ja. Jetzt. Das hat alles geändert. Oh, das Kochfest ist fertig. Guck mal, Popori, Ellie, alle da. Ich achte auch auf die Kalorien. Na super, guck mal, eine Frau, die nimmt mal Essen. Achso, sie macht das sogar zweimal. So. Für ein gutes Menü sieht man auch gesundheitliche Aspekte in Erwägung. Aber bei nur einem Gericht ist das schwer. Also 5-Gänge-Menü, um das richtig zu gestalten. Ans ist fantastisch. Sie macht immer etwas ganz Herrliches. Genau. Siehst du, sie redet mal über andere Frauen ganz nett.
Die meisten meiner Gerichte sind ganz einfach zu kochen. Ich weiß nicht. So komplimentmäßig soll das auch. Ich bin wieder der einzige männliche Teilnehmer. Ich will die Sandwiches essen. Nein! Hallo, ich backe sehr gerne Kuchen, aber was ich sonst koche, gerät weniger gut. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Im Gasthof wird wirklich gut gekocht. Das ist daher, Ricks Stimme. Daher bin ich sicher, dass Doc oder Ann gewinnen werden. Ja, May! Lanas Kuchen sind immer gut. Das Wichtigste ist doch, etwas zu kochen, das die Leute gerne essen. Das stimmt. Ich bringe Karen das Kochen bei, aber sie ist noch nicht besonders gut. Ich frage mich, weshalb sie unbedingt am Kochfest teilnehmen wollte. Ja, Kohle! Oh mein Gott, tatsächlich. Meist esse ich das komische Zeug, das ich koche, selbst. Dies ist ein Tag der Freude. Oder war er das? Nee, ich glaube nicht. Die Leute bringen mir ständig etwas zu essen, daher kann ich auch sagen, wer was gekocht hat. Geh mal zu Karen. Mach ich gleich. Sagt bestimmt, mein Kohl. Ich habe etwas nach Art meiner Mutter zubereitet, weil ich es so häufig mache, bin ich zuversichtlich. Okay, und jetzt hier die Karen. Seufz, ich versuche mein Bestes. Warum hat die ein lila Herzchen? Karen hat ein lila Herzchen. Why? Doch gar nichts mit der gemacht, außer ein bisschen gequatschelt. Aber ich habe wirklich gar nichts mit der gemacht. Na gut, egal. Die Frauen fliegen einfach auf mich, egal. Hast du ein Gericht mitgemacht, um am Wettbewerb teilzunehmen, Ustra? Nein. Oh, es ist trotzdem interessant. Zu verfolgen, wer gewinnt. Können wir anfangen? Nein. So, dann lass mich wissen, wann ich anfangen kann. Warum können wir denn nicht anfangen? Was ist los? Weil ich noch mit dem Dicken sprechen will. Ja, nun, alle Gerichte sind sehr gut. Okay, war gut. Er hat so komische Lippen, das macht mir Angst. Damit er besser essen kann. Ach so. Du meinst, er steckt seinen Mund einfach so rein, so. Ja. Ja, nur zu, fangen wir an, los. Okay, bitten wir den Feinschmecker, den Gewinner zu küren. Wo aber er hat doch noch gar nicht gegessen. Ist egal. Okay. Macht er jetzt nochmal. Oh Gott, er wedelt mit den Armen. Durch die sparsame Würzung kommt der wahre Geschmack der Zutaten durch. Das hier ist sehr gut. So etwas wie das hier habe ich noch nie gegessen. Das ist doch ein Kompliment. Was Besonderes. Ja, würde ich auch sagen. Oh, das hier hat genau die richtige Süße. Das ist ein Donut. Es ist sehr gut. Es geht halt zu Sandwiches. Meisterlich, wie ich erwartet habe. Das ist hier. Ach, der schaufelt das in sich rein. Klar. Es sieht einfach aus, aber es hat einen sehr komplexen Geschmack. Sehr gut. Ich glaube, der steht auf Essen, der Mann. Ja, vor allen Dingen, wenn du es so betonst. Ich mach doch gar nichts. Ich hoffe, Ann gewinnt. Einfach nur, weil die Muttis sowieso jahrelang kochen und... Fragen wir nun den Feinschmecker, wer das diesjährige, wie der diesjährige Gewinner ist. Ja, nun, der Gewinner ist Doc. Mein Glückwunsch, Doc. War ja klar. Yeah. Der einzig männliche wird gekürt. Du bist eben doch der Küchenchef des Gasthofs. Es war eine meisterliche Leistung. Glückwunsch! Kann ich doch was von deinem Essen haben? Nein, es kam. Natürlich habe ich nicht gewonnen. Ich koche sehr gerne, aber vielleicht sollte ich nicht in alles Alkohol tun. Bitte was? Ja, die ist leicht Alkoholikerin. Deswegen steht sie auch auf mich. Ding! Ich vermute, ich bin meinem Papa einfach unterlegen, aber ich werde es nächstes Jahr wieder versuchen. Die hat auch ein lila Herz. What is going on here? Warum stehen die auf einmal auf mich? Hey, hast du das gesehen? Tja, mit Kochen verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Also liefere ich etwas Falsches. Liefere etwas falsch, wenn ich nicht gewinnen will? Ach so, ja genau. Das wollte ich auch sagen. Ah, oh, ich liebe dieses Fest, weil ich weiß, dass alle ihr Bestes geben. Oh, fuck, der ist voll fertig. Ostra, das ist echt gruselig. Hat dir Spaß gemacht, ein besonderer Reiz? Des Kochfestes besteht darin, dass jeder Erzeugnisse aus dem Dorf verwendet. Ja, aber es nicht, gibt nichts anderes. Wenn alles vorbei ist, freue ich mich auf die eine Schüssel mit dampfenden Reis in einem Umeboshi obendrauf. Was, okay. Weißt du, was ein Umeboshi ist? Gut, dass du gerade fragen wolltest. Nein. Ich kann auch kochen, aber ich esse allein. Deswegen achte ich nicht so auf den Geschmack. Was? Wie? Ah, Moment.
ekelhaft. Karen hat wieder verloren. Ich nehme an, das Wunder nicht wirklich geschehen, oder? Oh, verflixt, ich habe nicht gewonnen. Ich habe mich so sehr bemüht, alles für heute vorzubereiten. Unser Wein wird sich nicht schlechter verkaufen. Von daher macht es nicht viel aus, aber trotzdem. Scheiße. Scheiße, ja. Das ist seltsam. Ich habe nur die besten Zutaten benutzt und war der Ansicht, alles sei gut gelungen. Na gut, gelungen heißt ja nicht meisterlich. Hallo, Doc. Wenn du einmal das Essen hier im Dorf probiert hast, möchtest du nirgendwo anders mehr essen. Ja, weil es kein Aussehen aus diesem Dorf gibt. Zu schade, ich habe Lana geholfen, indem ich wer weiß, wie lange ihre Kuchen gegessen habe. Moment. Okay. Was? Es hat Spaß gemacht, es sind nur immer die gleichen Leute dabei. Nicht, dass ich selbst mitmachen wollte, nein. Mary hat keins. Nee, die steht hier auf den Bücherfritzen. Der Oma auf seiner Kappe stehen hat. Ich meine, oh, ich bin hungrig. Der Oma. Ich werde in den Gasthaus gehen und sie bitten, mir etwas zu kochen. Ja, das glaube ich, dass du jetzt Hunger hast. Popuri, hey! Ich wollte auch teilnehmen, aber Lana reicht immer den Kuchen ein, den ich gut backen kann. Oh, das ist natürlich blöd. Ich habe keinen ausgeprägten Geschmackssinn. Daher konnte ich nicht sagen, welches Gericht das beste war. Sieht ein bisschen eingeschnappt aus. Auf nach Hause! Ja, aber warum haben Ann, Karen, Popuri und Ellie lila Herz? Das verstehe ich auch nicht. Karen und Ann haben wir uns noch echt nicht gekümmert. Wir haben mal mit denen gequatscht, wenn wir die getroffen haben. Ja, aber genau. Sonst? Ja, wenn die nicht so sind, du weißt ja, wie die Frauen manchmal sind. Manchmal musst du nur quaken. Was soll das denn heißen? Ja, manchmal reicht eine nette Unterhaltung und schon... Ja, wenn sie gerade getröstet werden müssen, dann reicht eine nette Unterhaltung für was auch immer dahinterher, aber... Ja, um dann nett Wein zu trinken und auch in alle Gerichte Wein zu tun. Ja, Karen. Ich meine, nur so kann es ja laufen. Ich glaube, ich werde als nächstes, wenn jetzt... Also, es müssten eigentlich Vorschläge dazu kommen, was ich als nächstes aufbessern will. Natürlich ist die Gießkanne davon ausgeschlossen, weil das wäre mein Genickbruch. Ja. Also Gießkanne, egal ob stehen würde oder nicht, würden wir erstmal nicht machen. Ja, das gibt es nur im Winter. Wir müssen am nächsten Tag mal wieder Saaten kaufen. Ja, machen wir das mal? Ja, können wir mal machen. Ja, müssen wir. Wir kriegen ja sonst kein Geld. Ja, es ist so spät im Frühling. Da müssen wir irgendwie Rüben oder so nehmen, was schnell wächst halt. Puh, ganz schön anstrengend. Ich hätte mal besser was zu essen mitnehmen sollen, aber die wollten mir ja nichts geben. Schade auch. Liegt an meinen schmalen Lippen, dass ich nicht essen durfte. Nur die Dicken kommen ans Essen ran. Oh, ein Maulwurf! Der macht alles kaputt. Ja, eigentlich schon. Wir müssen aufpassen, nicht, dass du schon wieder... Zu erschöpft wirst, meinst du? Ja. Nein, ich hake da noch ein bisschen. Vor allen Dingen, du hakst umsonst, finde ich, so ein bisschen. Das sieht zwar schön und nett aus, aber... Ja, ich weiß, normalerweise ist es viel wichtiger, das Unkraut wegzumachen und so, dass der Hof so ein bisschen nice aussieht. Was willst du machen? Ah, ich finde, Haken sieht nur gut aus, wenn da wirklich auch was angepflanzt ist. Ja. Ist okay, ja, sehe ich auch. Willst du nicht nochmal in die Mine gehen? Ach nee, du bist ja erschöpft. Nee, ich will jetzt eigentlich hier neben, will ich nochmal ein bisschen Gras pflanzen dann. Aber dann erst, wenn wir natürlich die Kuh haben. Dann mache ich mir so eine etwas größere Weide, habe ich mir so vorgestellt. Dann umzäumen wir die, dann können wir die Tiere da drauf locken, weißt du? Das ist ja gut, dann können die da im Sommer können die dann komplett drauf bleiben. Außer es regnet. Ja, aber wenn man es richtig umzäunt, hier kann ich es mit Steinen machen, das ist auch möglich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon Steine legen soll, keine Ahnung. Nein, würde ich erstmal nicht machen. Guck mal, hier die Eckpunkte kann ich schon mal so abknapsen. Das ist aber eine kleine. Ja, da muss auf jeden Fall erstmal. So, ich mache erstmal so. Und dann kann ich das so ein bisschen mit abwechselnd Zäune, Steine. Ich habe auch überlegt, um die. Aber so ein bisschen stylistisch das zu gestalten, also cooler zu gestalten, das Ganze, anstatt dieses rohe Land hier. Aber das sind alles so Visionen in meinem Kopf, die man natürlich zeitlich gebunden wahrscheinlich gar nicht schafft, weil die Tage so kurz sind. Ja, ich meine, ist ja jetzt schon wieder 11:20. Ja, ich habe kaum was gemacht eigentlich. Ja, Kochfest geht lange. Ja, ging jetzt, Obwohl da nicht viel gesagt wird. Nee, aber gut. Der Mann muss ja Essen das verdauen, halt diese Essen verdauen. Festivitäten, ja gut, aber dann ist es diese Folge gewesen, habe es nun für dieses Mal. Klar, wir haben herausgefunden und ihr könnt natürlich entscheiden, wer von den Superwichteln, ich sag's nochmal, welche von den Superwichteln wir sollen, also wir als Hofsklaven anheuern, vielleicht auch alle, keine Ahnung, aber wer vielleicht euch. Habt ihr eine Lieblingsfarbe und dieser Wichtel hat diese Farbe, genau. Als Hütchen oder Kleidung. Das ist natürlich eine super Idee. Ja.
Sonst, klar, wir kaufen wahrscheinlich als nächstes die Kuh. Außer jetzt kommen noch Schaf-Kommentare ohne Ende und dann holen wir doch lieber Schafe. Ihr müsst sonst einfach, ich flehe euch wirklich an, kommentieren, weil sonst können wir nur selber entscheiden und das ist ja nicht der Sinn und Zweck dieser Sache. Nicht ganz. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.